Leute, wir gehen zu unserem Plan über. Ja. Wir haben heute absolut verrückte Tarnungen vorbereitet, damit uns überhaupt niemand finden kann. Ich bin mir sicher, dass nicht einmal du, Zuschauer, sofort erkennen wirst, wer wo sich befindet. Leute, und heute ist Safik bei uns dabei. Ja, 2, 3, 4. Aber Jungs, ich muss dringend auf die Toilette. Können wir später anfangen, bitte? Safik, wir haben uns doch hier gerade erst begrüßt. Nun, mir ist wirklich dringend. Ich kann hier nicht stehen, also wartet bitte auf mich. Leute, ihr müsst schon vorher auf die Toilette gehen. In Ordnung, wir warten auf Safik und dann beginnen wir mit unserem Tarnungsversteckspiel. Few moments later. Mann, ey, wo ist denn dieser Safik? Ihr müsst doch das Video drehen. Geh, mach die Tür auf. Es klang wie ein Schlauch, oder? Macht Safik da Witze? Ist da wirklich niemand, Artyom? Onkel Otto, wart ihr das? Nein, da ist niemand. Hör zu, okay, Mann. Ich gehe und überprüfe das mal schnell. Vielleicht macht Safik nur einen Witz und ihr bleibt hier, okay? Safik, hör auf so zu scherzen. Safik. Safik, mach auf, ey. Safik? Safik? Oh mein Gott, Leute, Safik ist verschwunden und er macht immer noch Witze über uns. Leute, ich kann Safik nicht finden, er ist einfach verschwunden. Moment mal. Hör zu, Leute, es will ich nirgendwo zu finden. Vielleicht sollen wir uns trennen? Wir sind immerhin zu dritt. Wenn wir in verschiedene Richtungen gehen, werden wir ihn auf jeden Fall finden. Erstens ist Alina kein Junge, sondern ein Mädel. Und die Idee ist gut. Also Leute, lasst uns jetzt trennen. Lasst uns schnell Safik finden. Und dann beginnen wir mit unserem Tarnungsversteckspiel. Leute, ich weiß, dass Safik gerne im Lager ist und immer in seinem Karton wühlt. Seht ihr das alles? Das hat er alles selber geschnitten. Vielleicht versteckt er sich ja irgendwo hier. Ich glaube nicht, dass er in den Schubladen ist. Dafür ist er viel zu groß. Deshalb... Tüten! Safik! Safik ist hier auch nicht. Tarnungsbox! Leute, das könnte eine coole Idee für unser Tarnungsversteckspiel sein. Safik ist hier nirgendwo. Nur eine Menge Schaufeln und unnötiger Kram. Okay, Leute, wir haben uns im Umkleidezimmer noch nicht eingesehen. Nun ja, in der Garderobe sind ja auch Sachen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo zwischen diesen Jacken versteckt und sitzt leise da. So, vielleicht hat er sich unter diesen Spielzeugen vergraben. Ist auch nicht der... Wichtig zu überlegen, wenn ich Safik wäre, wo würde ich sein? Also, na komm, yeah! Vielleicht hat sich Safik in diesem Koffer versteckt. Komm raus! Gut, dass er Roland hat, sonst könnte ich ihn nicht heben. Oh Leute, und Safik ist doch nicht dumm. Was hättest du dir gedacht, wenn du dich in so einem Koffer versteckst, würde ich dich finden? Wo bist du denn? Leute, hört ihr irgendein Geräusch in dieser Ecke des Raumes? Ich verstehe überhaupt nicht, was das sein könnte. Sind es die Rohre oder was? Leute, Safik ist dort gefesselt. Mist, Safik, hör auf uns zu veräseln. Wir müssen gehen und unser Tarnungsversteckspiel aufnehmen. Was machst du hier? Ich mache keine Witze. Jeff hat mich hier festgebunden. Er ist hier. Versteckt euch schnell. Was? Er ist schon hier. Jeff ist schon hier. Versteckt euch. Los, hau ab. Jeff. Hör zu, Safik, ich werde auf jeden Fall zurückkommen. Ich gehe jetzt um Hilfe und dann holen wir dich zurück. Verstanden, Safik? Aha, ich verstehe. Ja. Ich hau ab. Na los, schneller bitte. Mann, ey, Leute, ich bin fast vor Jeff aufgeflogen. Wir müssen schnell abhauen. Okay. Ihr müsst schnell die anderen finden und Safik helfen. Mit diesem Fernrohr werde ich Safik definitiv finden. Also ich muss nur kurz... Ah, Alina, bei uns in unserem... bei uns im Studio, Chef Alina. Wo? Neben Safik. Safik ist nicht einfach so verschwunden. Chef hat ihn gefangen und dann in die Leine gelegt. Lass uns ihn retten. Was redest du hier nur rum? Warte. Erstens, wir brauchen Artyom. Zweitens, wir brauchen einen Plan. Aber fangen wir erst mit Artyom an. Ich habe ihn vor kurzem gesehen, in einem anderen Raum. Lass uns gehen. Artyom, wir haben Safik gefunden. Wirklich? Was ist mit ihm? Wo war er? Jeff hat ihn erwischt. Jeff
ist bei uns im Studio. Ich weiß nicht, wer ihn in unser Studio gefunden hat, aber er hat sich irgendwie hier eingeschickt und Safik gefangen genommen. So? Safik ist jetzt in Geiselhaft. Wir müssen ihn retten. Dann kann ich mein Lieblingsspiel spielen. Die Arenen lege ich vorerst beiseite. Wir müssen irgendwie Safik retten. Wir müssen einen Plan haben. Alina hat eine sichere Idee. Alina, du bist schlau. Na los, denk nach, denk Leute, nach. Leute, genau. Wir haben doch unsere Tarnkostüme vorbereitet, um uns zu verstecken. Lass uns die benutzen. Genau, du bist ein Genie, Alina. Wir können doch unsere vorbereitete Tarnung nutzen, um dann Jeff zu täuschen. Und wir können so Safik retten. Also ziehen wir unsere Tarnung sofort an und setzen unseren Plan in die Tat. Wo geht ihr hin? Oh. Das ist der rote Abo-Knopf. Ich habe ihn so lange gesucht, um ihn in Grau zu verwandeln. Komm her. Ah. Was zum Teufel? Nerv mich nicht. Ha. Ja. Geschafft. Okay. Komm her. Verdammt, Leute. Als ich gesprungen bin, ist die Taste irgendwie unter dem Video verschwunden. Im weißen oder schwarzen Interface unter dem Clip. Verdammt, jetzt ist sie nicht mehr erreichbar. Moment mal, du könntest sie doch runtergehen und dann mir helfen, diese Taste zu fangen. Ich komme da sonst nicht hin. Sie ist jetzt unter dem Video verschwunden. Meine Revision endet genau hier. Ich kann nicht aus diesem Rechteck rauskommen. Schau mal, Alina, siehst du, Alina, dort liegt Safik gefesselt. Safik. Jeff ist hier in der Nähe, also müssen wir uns ganz ruhig verhalten. Was macht ihr da? Artyom, schau mal, dort ist Safik, siehst du ihn? Und ihr rettet ihn nicht. Artyom, warte doch. Verdammt, Leute, ihr seht, wie Jeff Safik gefesselt hat. Ich muss mich in der Kiste verstecken, damit er mich nicht bemerkt. Alina, siehst du, was ein riesiges Messer, Chef? Wir müssen uns beeilen, sonst ist es vielleicht schon zu spät. Ich habe so eine tolle Tarneinrichtung vorbereitet, so was habt ihr noch nie gesehen. Wartet mal, schaut. Wo bist du, Alina? Aus irgendeinem Grund gibt es noch ein Medienbrunnen. Wie hast du das gemacht? Ich benutze einfach einen Spiegel, Dummkopf. Schau mal, man kann mich überhaupt nicht sehen. Oh, das ist eine wirklich gute Tarnung. So etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, Alina, ich ziehe jetzt meine Tarnung an und du überlegst dir derweil, wie wir Safik retten werden. Leute, eigentlich denke ich, dass wir die Tarnung, die ich heute vorbereitet hatte, besser lieber später verwenden sollten. Aber jetzt wäre es viel besser, eine bestimmte Sache zu nutzen, die ich für ein anderes Video vorbereitet habe. Schon für Pranks. Also, ihr werdet es nicht glauben, aber ich werde mich als Chef verkleiden. Safik, verdammt, das tut mir leid. Hoffentlich hat er mich nicht bemerkt. Verdammt, das ist so creepy, Mann. Gesundheit, ich glaube, ich hätte mich aufgekommen. Was ist das? Komm raus, du Strolch. Du Spack. Ich mach dich blei. Ja. Komm her. Leute, ich kann mich so ihnen nicht nähern. Wir müssen uns einen anderen Plan überlegen. Lasst uns gehen. Puh. Glück gehabt, Leute. Ich denke, Alina hat Chef abgelenkt. Sie hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Wir müssen uns jetzt schnell aus diesen Kisten verstecken. Ja, Hauptsache, er bemerkt uns nicht. Ah, Leute, ich sehe halt ein bisschen aus wie Jeff und versuche ihn in diesem Kostüm zu täuschen. Bist du auch Jeff? Nein, nicht, Alter. Du bist ein Mädchen, Jeff, hä? Ein Mädchen, Jeff. Oh, geil, Alter. Hab ich meine Liebe gefunden. Warte, ich hole Blumen. Blumen hole ich. Leute, der Plan hat irgendwie funktioniert, aber nicht ganz so, wie ich es geplant hatte. Jeff dachte, ich wäre Jeffine. Und es wäre besser, wenn ich schnell das Kostüm wechsle, bevor Jeff... Okay, Safik. Ja, Safik, was
mit dir los? Ich bin so William Bruce. Was hast du gemacht? Hast dich Jeff gebissen? Nein, ich habe nur einen Break vorbereitet und ich habe beschlossen, das Kostüm heute zu nutzen. Oh, kannst du mich bitte losbinden? Bitte, bitte entfernen diese Kette. Das Schloss ist unten irgendwo. Moment, wie ist diese Kette hier befestigt? Du sagst, das ist ein Schloss, oder was? Versuch's mit deinen Zähnen durchzubeißen. Hör mal, das ist keine Option. Verdammt, wie kann ich dich nicht nur befreien? Daran habe ich nicht gedacht. Ich werde wahrscheinlich eine Metallsäge holen und wieder zurückkommen. Beeil dich bitte, mach schnell, bitte. Na klar. Hier, guck mal, was ich habe hier. Pflanze, Alter. Ja, komm her, komm her. Komm, wir machen jetzt Liebe. Ich bin geil. Verdammt. Jeff hat bemerkt, dass ich versucht habe, Safik zu befreien. Jetzt müssen wir kämpfen. Los, Bruno. Ich glaube an dich. Ha? Leicht gesagt, Safik. Los, los, Jeff. Komm her. Was hast du gesagt, Alter? Hey, komm her, du Dummkopf. Aber es hat doch funktioniert, du Dummkopf. Was hast du gesagt? Gleich ist alles vorbei. Willst du sehen, was ich drauf habe? Ha? Was denn? Na los, komm schon. Ja, hier, Jeff. Sag mal. Ja, Überraschung. Ja. Stopp. Komm her. Artyom, du bist es! Befreie mich endlich! Ihr kommt immer vorbei und rettet mich nicht! Löst die Ketten, ich bitte euch! Moment, Safik, ich habe einen Plan! Artyom, beeil dich, verdammt! Hör auf zu reden! Löse diese Ketten endlich, ich flehe dich an! Ich will nicht mehr sehen, wie Jeff sein Messer schärft und auf mich zukommt! Er ist mit Bruno in dieses Loch gesprungen und ich habe es mit meinem Kopf verschlossen! Jetzt werden sie niemals hierher kommen! Und jetzt kannst du dich selbst befreien! Wie soll ich denn das machen, verdammt? Warum machst du dich über mich lustig? Artyom, bitte, bitte, lass mich, ritz raus! Das ist wirklich kein Scherz! Okay, okay, entschuldige. Schaut, Jungs, das hier ist ein Karabiner. Gut, dass mein Onkel Bergsteiger war. Ich schaffe das im Handumkehr. Beeil dich, bitte, bitte, beeil dich schon! Warte, aber... So, Safik, fertig, lauf los! Rein! Du hast mir das Knie gebrochen! Steh auf, Safik! Oh, danke, dass du mich gerettet hast! Hurra! Artyom hat mich endlich gerettet, Leute! Ich muss rennen! Ich muss irgendwo in Sicherheit gehen! Wir müssen Jeff stoppen! Die coole Kette, lass uns das für ein Rap-Video eigentlich! Lass uns schnell von hier verschwinden! Wir haben wirklich nichts mehr hier zu suchen! Wir müssen Bruno und Alina helfen! Die sind irgendwo in diesem Jeff allein, verstehst du? Los geht's! Ja, los! A few moments later. Ich hasse sie. Leute, ich muss mir schnell einen neuen Plan ausdenken, um Safik zu retten. Und wo sind die anderen Jungs überhaupt? Wo ist Hakenschnell und wo... Was machst du? Wir haben uns gerade so gedacht. Ich habe Safik aus diesen Ketten befreit und mich selbst aus den Kisten befreit. Wir müssen William Bruno finden. Also lasst uns gehen. Los, 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 los. Das bin ich doch. Das ist William Bruno. Das ist William Bruno. Das ist nicht Jeff. Das ist nicht Jeff. Ich glaube nicht, dass das nicht Jeff ist. Doch, ich bin es doch. Schaut mal, ich bin's, William Bruno. Das ist Jeff. Das ist William Bruno, aber er hat sich bloß als Jeff verkleidet. Und Jeff dachte dann, er wäre Jeffine. Also mit deiner Frisur kann man nichts anfangen. Mal hast du lange dann kurz mal Winter, mal so. Ja, was ist das? Ach, das Falsche. Hier. Ein Stinker. Schaut her, so ein Kacke, der kann nur William Bruno haben. So etwas Schlechtes, aber nur William Bruno kann es machen. Das ist sicher William Bruno. William Bruno, wir müssen uns verstecken. Entweder gehen wir getrennte Wege oder zusammen. Leute, wir müssen hier nicht nur verschwinden, sondern auch mit unseren Verstecken Jeff fangen. Und endlich mit all diesem schmutzigen Zeug mit ihm fertig werden, weil ich es endlich satt habe, dass er uns die Videos vermasselt. Und das ist es. Lass uns dann wegrennen, neue Tagen machen und Jeff keine Chance geben. Ja! Keine Chance! Ah, Bruno! Was? Die Perücke! Ich sehe nichts, Leute! 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 Leute, knapp! Jeff hat mich fast erwischt! Gut, dass ich noch diesen Unsichtbarkeitsanzug habe.
die ihn mir ein Schamane geschenkt hat. Wir müssen verschwinden. Leute, seid ihr hier? Also, ich habe mir überlegt, dass es nicht schlecht wäre, diesen Poppet-Panzer hier zu benutzen, den wir, wisst ihr noch, vom Schildkröten-Poppet-Monster bekommen haben, als wir es besiegt haben. Ich kann damit herumlaufen und so tun, als wäre ich eine Requisite. Jeff wird das nicht bemerken, er ist so dumm wie ein Stein. Leute, ich gehe jetzt rein. Leute, ich bin jetzt schon in diesem großen Panzer drin. Hier kommen meine Hände raus. Vorsichtig. Und jetzt, Leute, da kommt Jeff. Ich muss mich verstecken. Leute, ich muss aus diesem Raum verschwinden. Schnell. Leute, schaut bloß! Das ist Jeffs Messer! Ich muss irgendwo ein Versteck finden, bevor er sein Messer holt. Okay, hier ist irgendeine Lampe, eine rote Kiste. Oh nee, das funktioniert wirklich so nicht, Leute. Schaut, hier ist irgendein Kostüm, aber die Farbe ist wirklich nicht so gut. In diesem Raum haben wir nicht viele Gegenstände mit dieser Farbe. Hier gibt es nur weiße Flächen, weil die Wände weiß sind. So, also vielleicht verstecken wir uns so, Leute. Aber verdammt, dann brauche ich einen grauen Anzug. Moment mal, es gibt Aluminiumfolie, aber sie ist sehr laut. Ich weiß nicht einmal, wofür ich das verwenden kann. Hier gibt es weder Seen noch Meere. Oh Leute, ich habe eine Idee. Ihr werdet es gleich sehen. Ja, bist du unsichtbar oder was? Was willst du sagen? Ach, Leute. Du hast mich so erschreckt, eh? Du bist blöd oder was? Warum kommst du zu mir? Erschreckst mich so? Ich dachte, es wäre Chef. Oh, schaut, wie cool mein Anzug ist. Nicht so wie deiner, in blau. Ja, bei mir ist es ein Taucheranzug. Der passt perfekt für das Wasser. Ich kann nicht in meinem Anzug aber beliebig bewegen. Du kannst doch nur am Boden entlang gehen. Aber ich kann unter Wasser. Leute, schreibt in den Kommentaren, welcher Anzug besser ist. Ich kann mich beliebig bewegen. Sei es an der Wand, am Boden, an der Decke, draußen oder drinnen. Aber du hast dich nur wie ein Stein versteckt. Du liegst einfach an einem Ort und das war's. Und was ist, wenn Jeff den Pool mit seinem Messer durchbohren will, ja? Und was ist, wenn er einfach so mit dem Messer herumfuchtelt, trifft er dich und zerschneidet deinen Anzug und dann... Ich werde mich zurückziehen. Ich werde mich zurückziehen. Sein. Ich werde mich zurückziehen. Also entscheidet unseren Streit. Schreibt darüber in den Kommentaren. Leute, Jeff wird das sowieso hinpissen. Dann wird's saffig. Na gut, komm schon. Zieh deinen missgelungenen Tarnanzug an. Einfach peinlich. Ich habe sogar eine Maske. Du hast nicht mal eine Maske oder einen Schnorchel. Lass verstehst mich du? Mal sehen. Überhaupt nicht. Los, renn. Hey, Moment mal. Es war ein Prank. Alles klar, Leute. Wir müssen uns jetzt verstecken. Springt in den Pool. 3, 2, 1. Leute, ich habe schon fast das ganze Make-up angeschnitten, aber ich habe vergessen, dass ich die Augen mit einem Makel gemacht habe. Deshalb werde ich noch eine Weile so herumlaufen. Nun ja, vielleicht wasche ich es irgendwie ab, aber auf jeden Fall müssten wir jetzt unsere Tarnung anziehen. Leute, also schaut, ich habe mir das Folgende ausgedacht. Ich werde mich jetzt mit Toilettenpapier einwickeln. Leute, haltet das Toilettenpapier fest, meine Güte. Gleich werde ich mich vollständig einwickeln und zeigen, was ich gemacht habe. So Leute, ich habe beschlossen, mich als eine Stehlampe zu verkleiden, damit mich niemand findet. Na Leute, wie findet ihr das Kostüm? Sieht irgendwie cool aus. Nur mein Kopf ist anstelle der Glühbirne. Und die Stehlampe, das bin ich. Ich hoffe, dass es mir gelingt, Jeff zu täuschen. Und ihn dann zu überraschen. Und los geht's, dann besiegen wir diesen Verbrecher endlich. Funktioniert nicht, die Glühbirne muss gewechselt werden. Das ist ja gar keine Glühbirne. Leute, wir gehen zu unserem Plan über. Schild. Hau auf, Schild! Also, da abhauen! Ich seh nicht! Los, Antonio, hier! Da! Leute, also,
Hat und ich haben so ein krasses Plan ausgedacht. Jetzt werden wir auf jeden Fall diesen Chef fangen. Das Wichtigste ist, dass er mir hinterher rennt. Dafür müssen wir ihn aber erstmal rufen. Ey, Chef, ich bin hier. Chef. Nee. Ich schlitz euch auf. Hier. Komm her, ey. Er hat uns gefunden. Rette! Verdammt, Chef ist mir nicht auf den Fersen. Er hat das Fenster zugemacht. Nun, Chef, es scheint, dass du in unsere Falle geraten bist. Ich komme nicht weg. Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich mach dich fertig. Das könnt ihr nicht mit mir machen, wenn ich euch kriege. Und was jetzt? Setz ich euch und auf. Was wirst du jetzt tun, hä? Wir haben dich reingelegt. Ich komm jetzt, Alter. Ja. Hurra, hurra! Wir haben den Jeff im Balkon eingesperrt. Jeff, da hast du es. Da. Hoppla. Ich bin schon wieder hier. Na und Jeff, wie findest du diesen Schiss, hä? Und ihr Jungs, oh, verdammt, klickt auf dieses Video, solange ja. Jeff unseren Kanal noch nicht gelöscht hat und es noch die Möglichkeit gibt, dieses Video hier anzuschauen. Los, klickt hier drauf, kommt schon, klickt hier drauf. Worauf wartet ihr? Drück drauf, drück drauf!